Herzlich willkommen, Leute. Welcome to my new video. Willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben heute ein neues Kartenspiel, ein neues TCG mal auf dem Tisch liegen. Ja, das wurde mir zugeschickt von Legends of Will. Ja, und hier sehen wir mal eine Beispielkarte. So können die aussehen. Interessant, interessant. Und eine Rarity, Nummerierung, nochmal Rarity als Buchstabe. Set Name, glaube ich. Illustrator Legends of Will 2023. Und genau, Kartenname und so weiter und so fort. Wie man das Ganze spielt, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht findet man ja noch heraus. Wir werden es sehen. Wir wollen heute aber auf jeden Fall mal was öffnen. Ja, Legends of Will Journey into the Abyss wollen wir uns heute mal anschauen. Der Fokus sollte auch stimmen. In diesem Display hier haben wir von Legends of Will. Protect your bases and attack with your units if they have the will. 10 Booster Pack Expansion Box. Each Booster Pack contains 4 Commons, 3 Uncommons, 2 Rare and or Legendary Rare and 1 Holo in any Rarity. Ja? Also, falls ihr euch dafür interessiert, bleibt gerne dran. Es ist ein Display und ich habe selber so diese Karten noch nie geöffnet, diese Displays. Deswegen bin ich selber sehr gespannt. Wir haben hier noch einen Forgotten Tribes Display hinten im Hintergrund. Und ja, ich sag mal so, bei jedem Video, was ich hierzu releasen werde, auf Instagram und so weiter und so fort, wird es ein paar Karten zu gewinnen geben. Ihr seht schon, ich habe hier auch kleine Sets auf dem Tisch liegen, ein paar Einzelkarten und so weiter. Deswegen bleibt einfach dran und auch diese Decks, die wir uns mal in einem Video angucken werden, werden dann letztendlich verlost. Also, bleibt aktiv, bleibt am Start, seid dabei, folgt mir gerne auf Instagram, YouTube und so weiter. Und dann verpasst ihr auch nichts. Aber ja, heute wollen wir ja dieses Ding hier angucken. Rundherum haben wir gerade mal geschaut, ne? So von der Aufmachung her finde ich es ganz nett. Und deswegen würde ich sagen, warten wir gar nicht lange weiter herum, sondern gucken uns das Zeug, was da drin ist, an. Ja, die Karten an sich ist, glaube ich, auch immer ein Boxtopper drin. Ich bin sehr gespannt, wie dieser aussehen wird. Wie gesagt, ich habe noch nie was von Legends of Will geöffnet. Ich bin, ja, happy, dass ich das machen darf, ja, dass wir uns das so gemeinsam mal auf meinem Kanal angucken können, auf Deutsch, ja, für die deutsche Community. Die deutsche Community hängt bei so Trading Card Games meist irgendwie etwas hinterher, ja, wir sind so alteingesessen, Magic the Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh! So das Alte, was wir alles kennen, aber neue Kartenspiele tun wir uns ein bisschen schwer mit und ich biete euch hier die Möglichkeit, einfach mal mit mir gemeinsam reinzugucken. Ist doch eine nette Sache, oder? Oh, ich glaube, hier ist kein Boxtopper drin. In Expansion Pack gibt es hier also kein... Okay, kein Boxtopper. Aber 10 Display Booster lassen. Ne? Kann man die ohne Schere gut öffnen? Oder braucht man dafür... Oder muss man die oben aufreißen? Oder zieht man die wie so Pokémon-Booster oben auf? Oh ja, das geht gut. Das geht tatsächlich sehr gut. Und pro Booster haben wir eine Holo. Ne? Gucken wir auch mal die Holo-Patterns an. Ich weiß ja, wie gesagt, absolut nicht, wie das hier alles aussieht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Fiendish Defender. Ja, haben wir hier. Fiendish Defender Nummer 43 von 66. Das ist ja das Expansion Pack. Da sind also 66 Karten drin. Ja, hier haben wir auch nochmal Journey of Abyss Abkürzung. Ja, da unten auf der Karte die Abkürzung. Sieht man das? Hier unten. Ja, nein, kann man sehen. Sehr gut. Fokus. Nächste Karte. Was? Virtuous Apprentice? Alles klar. Guckt euch die Artworks auf jeden Fall mal an und bewertet mal, wie ihr die Karten so von der Zeichenstil findet. Ja? Das sind übrigens alles Common Cards hier. Ja, mit diesem Kreis. Das sind jetzt Uncommons. Bounded Demon hier als Beispiel. Dann haben wir Septurian Priest. Also die Namen, muss ich sagen, sind schwierig auszusprechen. Septurians you control gain minus 3 will. Will, okay. Will ist dann wahrscheinlich hier oben in der Ecke immer dieser Point, diese Zahl. Prevent all damage that would be dealt by this unit. Warding Spirit. Also ist auch ein Kartenspiel, was man halt spielen kann. Ja. Und hier haben wir die erste Holo. Wow, ich dachte, die kommt ganz zum Schluss, aber nein, hier haben wir schon die erste Holo in Starved the Season. Ja, nice, 55 Uncommon Holo und wir sehen hier auf diesem Bild hier unten rechts in der Ecke haben wir auch immer das Set-Symbol, wie es aussieht, ja. Hier zum Beispiel auf dieser Karte haben wir so ein blaues Symbol und hier halt
ja, weiß ich nicht. Das sieht aus wie so eine Augenmaske, wie eine Maske. Auf jeden Fall die erste Holo. Wir können uns auch mal die Qualität angucken. Wie ist denn der Cut so? Ne, ein bisschen off-center. Sonst würde ich sagen, ist der Schnitt, der Cut sauber. Ne, und auch auf dem Holo Foil kann ich jetzt keine großartigen Scratches oder so feststellen. Ja, hier unten ist ein bisschen Dreck drauf, wie es aussieht. Guckt mal da unten, diese zwei Punkte hier unten. Seht ihr das? Aber sonst clean, würde ich sagen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, jetzt haben wir hier die erste Karte mit einem Stern. Das ist eine Rare. Mit diesem Star hier. The Abyss. The Abyss. Nummer 4 von 66. Auch von Sam David gezeichnet. Wie es aussieht, wurden die alle hier von Sam David gezeichnet? Oder? Ah ne, dahinter die. Was haben wir denn hier? Lilith Purge Bira. Legendary Unit. Eine Legendary Card. 64 von 66. Und ja, muss ich nicht zensieren, weil ist schon zensiert. Durch das Artwork himself. Und ja, ist eine gute Karte. Starke Karte. 6 und 9. 9 sind die Werte der Karte. Stark. Also hier unsere ersten drei Hits sozusagen. Und wie gesagt, ihr könnt auch Karten hiervon gewinnen. Ich schnüre euch einfach in einem Package zusammen. Ziehe ich natürlich jetzt hier eine mega krasse Ultra Rare, behalte ich die selber, aber sonst mache ich euch da ein schönes Paketchen fertig. Schreibt einfach irgendwas mit Hashtag. Wir haben es ja hier irgendwo drauf stehen. Hashtag Legends of Will in die Kommentare und ich werde irgendeinen Kommentar mit dem Hashtag dann raussuchen und dann, ja, wird irgendjemand von euch gewinnen, ja. Angel Summon, Angelic Invocator, Absorb, Illigid Intent, Holy Mountain, ne? Wir haben hier übrigens auch eine offizielle Spielmatte mit drei Feldern da drauf. Ich kann euch nicht viel zum Spiel an sich sagen, wie das so abläuft, aber ich habe eine Matte. Ja, also ich habe hier eine Matte liegen. Schon cool. Kann man bestimmt mal herausfinden, wie das alles funktioniert. Imposing Paranoia. Nächste. Common. Diesmal ist es eine Common, keine Uncommon. Also die niedrigste Seltenheitsstufe als Holo. Sind auch alle vom letzten Jahr, die Karten, ne? 2023. Wie ich gesehen habe, konnte man auch Anker-Sheets kaufen. Auf der Webseite von Legends of Will. Mage Conclave. Alles klar. Und nochmal eine Rare. Zwei Rares hatten wir hier also mit drinne. Packe ich mal auf den Rare-Stapel. Und ja, was ich jetzt noch sagen wollte, ist alle Links, ja, falls ihr euch hierfür interessiert, ich versuche alles Mögliche in die Videobeschreibung reinzupacken, ja, dass ihr alles finden könnt, was ihr hierzu benötigt. Werde ich dann vor dem Upload natürlich Sorge für tragen, dass das passieren wird. Septurian Initiate. Initiate, auch stark. Aber allerdings auch nur eine Common. Scry of Visionary. Mir fällt es echt ein bisschen schwer, die Namen manchmal auszusprechen. Curse Relic. Test of Intuition. Isabel, Mage of Prudence. Ja. Habt ihr das denn schon mal in Deutschland gesehen, dieses Kartenspiel, dieses TCG? Oder ist das erste Mal, dass ihr damit in Kontakt kommt? Lasst es mich gerne wissen. Retaliation ist eine Trap. Ja, also wir haben hier oben steht immer, was das für eine Art von Karte ist. Hier ist es eine Trap. Das ist zum Beispiel eine Unit, Human. Dann haben wir hier, diese Rare war ja ein Upgrade. Ja, dann haben wir Bases und so weiter und so fort. Karte 18, also nächste Common Holo hier. Nice. Omnipresence als Rare und noch eine Legendary hier. Icone Untethered. Guckt ihn euch an. Untethered? Okay. Let's go. Zweite Legendary, natürlich. Genau. Und falls ihr mit diesem Kartenspiel schon einen Kontakt hattet, eine Berührung hattet, schreibt mir gerne, wie die war. Habt ihr das schon gespielt? Habt ihr es nur gesammelt? Es gibt ja immer die Sammler und Spieler. In so einem Kartenspiel wünscht sich natürlich beides, logischerweise. Deswegen, alle sind natürlich willkommen. Und mich würde es einfach interessieren, welchen Part würdet ihr einnehmen? Welchen habt ihr eingenommen? Genau. Und entschuldigt mich, falls ich mich ein bisschen krank anhöre. Ich bin einfach krank. Common. Fiendish Defender. Hatten wir den nicht schon? Kommt mir bekannt vor. Hatten wir als Nicht-Holo wahrscheinlich schon.
Dann haben wir Saturian Forum und noch ein Celestial Angel Stars Fate. Nice. Two Rares. Vielleicht kann ich noch ein paar Ausschnitte hiervon ja auch noch auf Instagram hochladen. Who knows? Spirit Channeler. Act of Truth. Relinquish. Shadow Summon. Pill of Godness. Eradication. Okay. Starved Assassin. Und Nisse Kamen Holo. Wie gefällt euch der Holo-Effekt eigentlich? Der ist so Rainbow, ne, mit so ein paar Streifen da drinne. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Aber cool. Nico, The Adept. Eine Rare und noch eine Cyrbal the Chaos Legendary Card. Ich glaube, es gibt sogar Secret Legendary. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Vielleicht habe ich da auch Unrecht mit. Weiß ich nicht genau. Ja, den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Spirit Channel auch. Okay, das ist dasselbe Booster wie gerade. Nee, Sibyl, Death, Convention. Okay, ich glaube, die hatten wir nicht. Mystical Pathway hatten wir auch noch nicht. Dann haben wir hier eine Uncommon. Mal wieder eine Pillar of Godness in Holo. Awesome or not? Schreibt es in die Kommentare. Shrine of Septuor. Und noch eine Legendary. Xadnam the Order. Stark. Stark, stark, stark. Allerdings muss ich sagen, hier oben in der Ecke ist ein bisschen was drauf. Ja, aber gut. Drei Booster haben wir noch. Gucken wir mal, ob wir noch was richtig Cooles an Holo ziehen können. Ich meine, es gibt auch so Full-Art-Karten. Das wäre ja mega nice, ne, wenn wir sowas ziehen würden hier. Relinquish kennen wir schon. Shadow Summon. Imposing Paranoia kennen wir auch schon. Martyr of Veil. Okay. Okay, okay. Vanquish. Oh, und wieder eine Uncommon Holo hier. Na, was sagt ihr dazu? Ich will mal eine Rare Holo haben. Das will ich mal haben. Und? Two Rares, okay. Vorletztes Booster. Hier für euch. Let's go. God's Will. Angel Summon. Pillar of Truth. Chest of Intuition. Isabel und eine Rare Holo. Nice. Sanctum of the Void. Guckt sie euch an. Na, wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Die erste Rare Holo, die wir hier ziehen. Nice. Cool. Very, very cool. Face Chosen 2. Two Rares nochmal. Und das letzte Booster hier. Let's go rein da. Und dann gucken wir nochmal durch, was wir so insgesamt gezogen haben. Ob es viele Doubles waren oder ja. Karten, die sich nicht doublen, also viele Karten, die man einmalig gesehen hat. Und die letzte Holo ist eine Rare Holo wieder. Nice, The Abyss. The Abyss, The Abyss, The Abyss. Ah, komm, wisst ihr was? Ich mache das letzte Booster auch noch auf, in der Hoffnung, dass wir da noch eine Legendary Holo drin haben. Haha, aber ja, war nicht das letzte Booster. Come on, scheiß auf die Private Collection. So. Ich habe das Zeug, um das für euch zu öffnen hier. Zack. Next. Cursed Relic. Okay. Opal Pillar. Pillar of Godness. Und letzte Holo. Ist wieder eine Uncommon. Schade. Opal Pillar. Keine Legendary Holo. But ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Wir haben insgesamt, müssen es da jetzt 10 Stück sein. Eins. Machen wir mal einen Fokus. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Was ist euer Favorit von diesen ganzen Holos hier? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schnüre ich euch daraus einfach irgendein random Paket zusammen. Und ja, lasst euch überraschen. Irgendjemand gewinnt's, ich schicke es euch zu. Falls ihr nicht 18 seid, ne, Einverständnis eure Eltern muss ich dann einmal einholen. Und dann schicke ich euch das, wie gesagt, kostenfrei zu. Ja, ich gucke mal, dass ich das Video auch schnell rausballer. Und dann kriegt ihr hier eine schöne Belohnung. Also insgesamt haben wir solch einen Stapel an Karten plus die Holos. Ich denke, damit kann man... Es gibt nur insgesamt 66 Karten in diesem Erweiterungsset. Kann man schon mal was anfangen mit, ne? Würde ich sagen. Wie gefällt euch das Kartendesign sonst so? Gefällt euch das? Hier ist ein bisschen Dreck drauf, wie es aussieht. Der kommt nicht von mir, der kommt dann aus der Fabrik.
Ja, wir werden gleich noch eingesleeved und dann bin ich damit soweit durch. Wie gesagt, ihr könnt was davon gewinnen. Schreibt einfach in die Kommentare. Hashtag Legends of Will. So wie es hier auch drauf steht. Legends of Will. So wie es hier steht. Einfach in die Kommentare und irgendwas anderes noch dazu schreiben, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, Legends of Will, der erste Einblick, hat euch gefallen. Und ja. Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Kostenlos. Für nichts zu verpassen. Ne, hauptsächlich dreht es sich um ein anderes Kartenspiel. Aber ist ja egal. Auch mal ein paar Ausweichungen dürfen passieren auf andere TCGs. Gar keine Frage. Also bis dann und ciao. Euer Defun Collection Trade.